So, Colin, erstmal Glückwunsch zum 4:0, Einzug in die nächste Runde. Dein Statement zum Spiel. Ja, ich bin ja natürlich auch sehr glücklich, dass wir jetzt die nächste Runde erreicht haben und auch erleichtert, weil wir haben natürlich von vornherein das Spiel bestimmt und wirklich die Hälfte in die Hand genommen, haben einige oder etliche Torchancen gehabt, bis wir endlich mal das 1:0 gemacht haben. Mit dieser 1:0 in der Halbzeit war es für uns natürlich eine etwas günstigere Situation. Trotzdem ist Kasigut immer im Spiel drin geblieben. Die waren sehr diszipliniert. Zweite Halbzeit haben wir versucht, weiter das Tempo hochzuhalten, kein Risiko einzugehen und natürlich auch dann zuzuschlagen. Und bis zu 2:0 hatten wir auch einige etliche Chancen gehabt. Und dann, als es 2:0 gefallen ist, dann war es letztendlich auch gegessen. Gott sei Dank können wir dann auch mit einem 3:0 und 4:0 nachlegen. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht gegen einen starken Gegner, also in der Defensive. Und du musst es immer aufpassen. Also die haben ihr Spiel durchgezogen. Aber wir sind auch, wie gesagt, dran geblieben und haben ganz hoch verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit konnte man dir ja zunehmend zusehen, wie dein Kopf immer roter wurde. Ja, eine Chance nach der anderen, zweimal Latte, dann das nicht gegebene Tor. Wie groß war denn dann bei dir auch die Erleichterung, als kurz vor der Halbzeitpause Jennifer Maruschan diesen 40-Meter-Treffer angesetzt hat? Ja, natürlich auch groß, weil wenn man so überlegen ist und auch so viele Torchancen hatten, und auch wirklich sehr gute Torchancen, also nicht so, es hätte sein können oder halt nicht, sondern das waren klare Dinge. Und dann kommt natürlich auch ein bisschen Pech noch dazu. Dann ist es klar, in so ein bedeutungsvolles Spiel kann immer irgendwas natürlich auch durchrutschen, so wie letzte Woche auch in Kasachstan. Und deswegen die Erleichterung natürlich auch sehr groß, dass wir mit 1:0 in der Halbzeit reingegangen sind. Und das war absolut wichtig. Für dich persönlich ja auch ein ganz großer Erfolg, das erste Mal in der Champions League und gleich in die zweite Runde eingezogen. Ja, natürlich. Aber es ist auch schön, das nehme ich auch gerne mit. Aber es geht nicht um mich, es geht immer um die Mannschaft, um den Verein und wie wir denn uns präsentieren und was wir letztendlich auch wollen. Und ich betone das auch die letzten Wochen. Wir haben einige neue Spielerinnen. Wir müssen auch jetzt gewisse Dinge dann auch noch dran feilen, dran arbeiten. Alle Abläufe können noch nicht stimmen. Aber in der Erfolg kann man das natürlich auch in etwas Ruhe oder mit etwas mehr Ruhe angehen. Die Mädels haben, wie gesagt, eine tolle Einstellung und geben auch Gas in jedem Training, in jedem Spiel. Und deswegen haben sie natürlich auch jetzt verdientermaßen diese zweite Runde erreicht. Also, weil letzte Woche schon in Kasachstan nach dieser Weltreise hätten wir natürlich auch gewinnen müssen, sogar können. Aber deswegen erstmal die Erleichterung, die Freude und wir sind nun weiter. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch schnellstens erholen für Sonntag, wenn wir ein ganz schweres Bundesligaspiel haben. Und dann in der Champions League bis ins Finale in Berlin? Ja gut, so weit will ich auch nicht denken. Also für mich ist jetzt erstmal heute genießen und habe heute Abend, genau geht es nur Richtung Leverkusen, weil die werden uns auch alles abverlangen am Wochenende. Und dann, wenn wir so weit sind, dass wir gegen Torres spielen, dann werden wir uns auch wieder damit beschäftigen. Aber erstmal Freude, Erleichterung und schöne Tasse Tee trinken gleich und dann ein bisschen zur Ruhe kommen. Wie sich's für einen Briten gehört, dann viel Glück in Leverkusen. Ja, danke schön.